Schönen guten Tag. Ja, ja, ja. Ich habe das gestern auf dem Video gesehen, als ich gesagt habe, jeder, der will, dass ich nie wiederkomme, der soll einen Daumen nach oben geben. So. Das ist also der Dank. Das ist also der Dank für die tägliche Unterhaltung, ja? Super, da weiß ich ja, was ich euch bedeute. Und 5 Minuten später dachte ich mir nix. Ich guck so auf mein Handy in meine Instagram-Direktnachrichten. Bruder, gönn 100 Euro PSN. Gönn du mir doch 100 Euro PSN. Was ist denn los mit euch allen? Sagt es mal. Aber es sind ja nicht zum Glück alle von euch so. Viele schätzen mich doch, oder? Mal gucken, was so der Top-Kommentar vom letzten Video ist. Man weiß, es wird ein schlechter Tag, wenn Bernhard uploadet. Bro, shut the fuck up. Okay, ihr Pisser, wenn das so weitergeht, höre ich wirklich auf mit Daily-Videos. Aber naja, bis dahin, let's go. Come on, wir gehen rein. What's the most attractive language? Probably German, because German? Like, yes. Why? Because it's so aggressive, like I just want to be yelled at. Ja, Deutsch ist safe die attraktivste Sprache, die es gibt. Also wenn jemand so mit mir redet, da kann man ja nur dahin schmelzen. Oh. Jetzt weiß ich, warum du so rumleckst, wenn du hackst. Du kleiner verf***ter Hunde, geh deine Mutter f***en! Du verf***ter Hurensohn, ich hab deine Mutter ge***en, was macht der halt? Geil, Mann. Sehr entspannend. Sie ist bestimmt Hals über Kopf in dich verliebt, G. Was hat der denn jetzt vor? Das ist doch für so Dreijährige gemacht eigentlich. Obwohl, ein Dreijähriger wäre niemals in der Lage, sich hier festzuhalten und würde höchstwahrscheinlich runterfallen und sich einfach random das Genick brechen. Selber schuld aber auch, wenn man sich nicht an solchen einfachen Dingen festklammern kann. Idiot. Naja, wie auch immer. Yo, okay, der hat das Ding komplett zerlegt, zerbombt, zerstört, vernichtet, alles. Und ich sehe gerade, das ist auch in so einem Einkaufsladen. Erstens, wer denkt sich so spontan, yo, ich kaufe mir jetzt dieses 4 Meter hohe Haus, wie willst du das auch in deinen Einkaufswagen packen? Bro, da funktioniert irgendwas nicht, das passt nicht. Und das zweite, der Typ hier hat die Eier in der Hose und zerlegt das ganze Teil auf wirklich elegante Art und Weise. Und sein Kollege macht den 31er und läuft einfach weg. Der ist rausgegangen so, nee, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Ehrenloser Freund, seid nicht so wie diese Freunde, seid nicht ehrenlos. Eins zu eins. Ey, wer von euch war mit der Zeitmaschine im Mittelalter und hat den Bre zu uns mitgenommen? Und der Typ, mit dem er redet, der denkt sich genau das Gleiche. Guckt ihn doch mal ins Gesicht. Der ist ganz kurz davor, den brutalsten Lachflecht direkt vor dem Mittelalterkerl zu bekommen. Aber ey, ich sag euch ehrlich, mit der Frisur, diesem Kinn. Damn, boy. I want to learn this. Here's another easy dance for Halloween. Oh, ey, das brauchen wir. Bald ist doch Halloween. Übrigens, wer sich als Bernhard verkleidet, bekommt 10 Euro von mir. Here's another easy dance for Halloween. Step, tap, scare. Bruh. Also erstens, dein Kostüm ist echt Müll. Und dann, was bist du für ein Vollidiot, dass du diesen Tanz genau vor deiner Treppe machst? Bro, wieso? Was liegt dir denn an deinem Leben? Hast du keine Angst? Ey, kennt ihr diese Gender-Reveal-Partys? Also das mit diesem Pärchen, so, und die wissen auch immer selber noch nicht, welches Geschlecht das Baby ist. Und das Geschlecht wird dann halt vor der ganzen Familie zum ersten Mal allen gezeigt. Oh, und dort gibt's echt immer krasse Reaktionen, ja? Der Bruder schießt einfach komplett auf seine Freundin und erstmal mit den Jungs abfeuern. Jawohl, ein Junge. Ey, die Arme tut mir so leid, ne? Wie sie zu ihm hingelaufen ist und er hat einfach auf sie geschickt. Und guckt mal die. Die sind einfach am Boden zerstört, weil es schon wieder ein Mädchen ist. Der arme Vater. Ich wäre genauso in seiner Position, ne? Der arme Vater will seit Jahren einfach nur einen eigenen Sohn haben. Und immer wieder Tochter nach Tochter nach Tochter. Bruder, der Arme. Wait a moment. No. Oh no. Hey, what is he doing?
Ja, es ist wirklich, wie es aussieht. F an diesen Mann hier. Und GGs an diesen Mann hier. Herzlichen Glückwunsch. Oha, die hat's voll erwischt. Egal, Hauptsache sah cool aus. Okay, und jetzt habe ich hier noch den krassesten Gender Reveal Fail gefunden. Gender Reveal gone wrong. Okay, okay, wie wir sehen, es ist blau. Es ist ein Junge. Wow, let's go. Schaut doch mal die Eltern. Oh mein Gott, wie sie sich drüber freuen. Man checkt auch direkt, die haben gar keinen Bock auf ein Mädchen. Die wollten unbedingt ein Junge, es war ihr Traum. Und zum Glück haben sie ja auch ihren Traum erfüllt bekommen. Oder? 12 Sekunden später. Warte, ja, warte. Na, over. Over. Warte, ja. Oh, come here! Hold on, come here! Hey, yo! Come here! I thought that was it! Nah, just wait, go ahead. Hold up, wait a minute, something ain't right! That's the real one right here. Also das ist wirklich ekelhaft. Ey, das ist mit Abstand der ekelhafteste Prank, den ich seit Wochen gesehen habe. Das geht Real Talk ein bisschen zu weit. Also sehr zu weit. Der Arme ist am Heulen, oha. Ehrenlos. Oioioi. Oioioi. Ich hoffe, das macht niemand mit mir, ne? Ich hoffe, ich bekomme einfach einen Sohn. Das wäre Jackpot. Na, was ist da los? Hat sie das SpongeBob Schnitzer bestellt? Was macht der Essenslieferant allem Wasser? Was geht jetzt ab? Wer auch immer das ist, er hat den Mitarbeiter des Monatsstempel verdient. Was ein engagierter Typ, wirklich. Genau das passiert halt, wenn man auf einer Bootstour mitten auf dem Wasser sich einfach mal eine Pizza bestellt. Ich hoffe ja wenigstens, die kam noch warm an. Ansonsten gibt's leider schlechte Bewertungen und kein Trinkgeld. Habt ihr schon mal eine Banane gesehen, die in einem Fahrstuhl feststeckt? Nein? Dann gönnt euch mal. Macht gar keinen Sinn, genauso wie mein Leben. Was ist das? Und der Typ hinter der Kamera ist der eigentliche Weirdo hier. Wie kommt man denn auf sowas? Hey, und hier noch ein geiler Tipp, falls ihr mal zufällig broke sein solltet, aber trotzdem essen gehen wollt. Als ob sie das nicht checkt. Hä? Dann nimmt dir jemand einfach deine Nudeln mit einer 1-Meter-Gabel weg und du checkst es nicht und tust so, als wäre alles normal. Die hat ja gar keinen Bock mehr auf ihr Leben. Aber sagt mal ehrlich, starker Trick, oder? Guter Lifehack, so wie man es halt kennt von mir. Wenn Männer sich eincremen. Wenn Männer sich also eincremen. Also für Männer, Backe. Die Haare so, ach hier so, 1, 1. 3. Eine zwischen den Augenbrauen. Booty du. So. Und danach, der Rest sehe ich viel, macht ihr so die Hand. Dann macht ihr so. Ich schwöre, es ist genau so. Das ist auch safe die effektivste Methode, die es gibt. Und wenn du willst, dass ich dich heute Abend einmal eincreme, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Gango!